Ein Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, solltet ihr das natürlich machen, damit ihr auch wisst, was wir gemacht haben. Aber kurz und knapp kann ich sagen, wir haben den letzten Doktor eliminiert, die alle Forschungssachen vernichtet und sind schon mal hier eingedrungen zu Sanchez, denn der hat ja das Mädchen, Einsatzziel von Eldenet, F1, Punkte ansehen. Ich denke mal, das Level wird jetzt hier auch vorbei sein wahrscheinlich. Hätte ich vielleicht im letzten Part doch nicht cutten sollen. Oder? Ich weiß es gar nicht, aber kann natürlich sein. Oder? Nee, ist doch nicht. Okay. Zum Glück nicht. So, wir haben so eine... Und Sanchez eliminieren. Yo. Jetzt muss ich halt nur gucken. Wir haben immer noch so eine Wächter-Sache. Aber leider keine... keine andere Kleidung. Oh, da ist so ein Typ. So, wir gehen einfach mal da durch. Sanchez kämpft da schon, wie man sieht. So, ich mache mal einen kleinen Screenshot davon. So, wir gehen einfach mal weiter. Ja. Und immer schön in der Menschenmenge bleiben, sonst entdecken uns die Wachen, ja. Ich überlege jetzt gerade nur, wo wir auch entlang müssen. um das zu schaffen. Wow, und hier ist so eine Wache. Hilfe. Ich nehme mal so eine Flasche. Steuerung. Es muss einen Weg geben, um auf den Steg da oben zu kommen. Okay. Ja. So. Mal schauen. Wir haben jetzt so eine Flasche. Vielleicht kommen wir ja an dem Typen vorbei. Ich weiß es nur nicht, wie. Vielleicht, wenn wir die Flasche irgendwie mal nach da werfen. Kann ja sein. Ich versuch's mal. So, vielleicht geht der... Boah, der hat ja auch eine Waffe, der Typ. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut so. Ich sehe mich mal um. Genau, geht mal gucken. Super, wir haben es geschafft, hier schon mal hinzukommen. An dem Typen... Wow, scheiße. Oh, hier haben wir auch eine Schlüsselkarte für. Klasse. Ja. Oh, scheiße. Mutterschlüssel aufheben. Ja, werden wir machen. Gut, was machen die Typen da? Ich könnte ja gucken, ob ich ein Zielfeuer starte. Aber nee, der Typ geht da jetzt weg. Vielleicht dreht der sich auch noch praktischerweise um. So, Deckung wechseln. Ich müsste mich ja eigentlich gar nicht verstecken. Ah, ich bin wieder sicher, okay. Ich müsste mich ja eigentlich gar nicht verstecken, weil wir ja eigentlich so eine Wache sind. Theoretisch. Müssten wir auch bis hier kommen, genau, ohne dass der Verdacht schöpft. Das habe ich gesehen. Oh, cool, Kollege. Also da kannst du dich echt stolz fühlen, dass du mich gesehen hast. So. Ja. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, ich kann den jetzt nicht erschießen, weil dann kriege ich direkt dieses blöde, ja, ich habe meine Idee. Da sollte ich mal das da anschauen gehen. Geh mal gucken, Kollege. Möglicher Unbefugter, sehe mich mal um. Jo, mach das, seh dich mal um. Dann darf ich dich ja drosseln. So, komm her, Kollege. So, schön auch darauf achten, nicht, dass wir da nicht erdrosseln stehen und wir den dann nur von der Seite ankicken, weil dann entdeckt er uns ja. So, B fallen lassen, klasse. Ja. Da ist jetzt noch einer, wir holen mal unsere Silverballers raus. Nicht, dass der meint, jetzt gleich hier angetanzt zu kommen. Na, der steht jetzt hier aber rum. Du musst dich ducken! Wie machen wir das jetzt am besten? Ich heb mal, glaube ich, hinten diesen Mutterschlüssel wieder auf. Werf den nach da hinten, dann eliminieren wir den. Und dann schleppen wir die beide nach da hinten. So würde ich sagen, machen wir's. So, schön mal nach da hinten werfen. Was? Nein, warum ist denn das jetzt da abgeblockt? Scheiße. Obwohl, wir können den auch so ausschalten, dann einfach mit den Silverballers. Geht der nicht gucken? Doch, wollte schon sagen. Bück dich, Schlampe. Wo sie auch sind, hören sie auf und... So, den haben wir präzise ausgeschaltet. Super. Dann schleppen wir den jetzt direkt mit nach da hinten, versorgen den und bekommen unsere Minuspunkte jetzt wieder gut geschrieben. Haben wir cool gemacht auf diese Art und Weise. Ja, ich finde, deswegen ist Hitman einfach so toll. Man kann das auf so verschiedene Art und Weisen lösen.
Man könnte auch durchballern, was weiß ich. Also, das geht ja auch. Aber ja, ich finde Stealth ist einfach geiler. In Dishonored, finde ich, bietet es einem noch mehr Möglichkeiten, weil man da halt... Ja, obwohl, nee, noch nicht mal. Noch nicht... Ja, doch, da bietet es eigentlich einem genauso viele Möglichkeiten. Nur, dass es da halt noch mit Magie ist und man diese Teleportation hat. Aber ich finde beide Spiele eigentlich cool. Drei sind schon eine Versammlung. Achso, könnte man also noch einen reintun wahrscheinlich. Was ist das? Lässt man den das präzise fallen, überlebt nicht mal Sanchez den Aufprall. Oh, Hallöchen. Ja, dann würde ich sagen... Lichtgerüst fallen lassen. Oh, ein ziviler Todesfall. Ja, das ist jetzt scheiße. Aber so, es gibt nämlich auch... Ich habe das bei Sarah schon gesehen. Da hätte man den ganz anders ausschalten können. Da hätte man nämlich einfach auch gegen den kämpfen können. Aber hey Leute, so ist es sicherer. Und ich würde sagen, bis wir hier nicht mehr gesucht sind, gehen wir mal hier unten rein. Warum habe ich keinen Erfolg dafür bekommen? Ah doch, sie haben die Leiter der Anlage... Nee, das ist es nicht. Hm, warum bekomme ich den Erfolg denn nicht? Sarah hat, glaube ich, einen Erfolg bekommen irgendwie. Aber wahrscheinlich, weil er im Zweikampf gegen ihn gekämpft hat. Vielleicht war unsere Sache ja mehr so ein bisschen Pussy-Taktik. Okay, wir können das schon wieder verlassen. Die sind alle relativ, wieder interessiert die das nicht. So. Schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Finde ich doch cool, was es noch für andere Wege hätte geben können. Was ist das hier? Verkleidet als Gefolgsmann des Patrioten. Ich verkleide mich einfach mal. Mal gucken, was das ist. Schalten wir ja auch was frei. Ah, cool. So, mal schauen. Wow. Also, okay. Da macht man jetzt so eine Handbewegung. Wie geht's? Ach ja, so weit, so gut, ne? Bei dir. So. Tja, das war's mit Sanchez. Und mich entdecken die Leute erst gar nicht. Ich bin ja ein ganz normaler Typ. Ah, was ist das hier noch? Ein Motorschlüssel gegen so einen Schraubenzieher austauschen. So. Finde ich halt auch cool. Ich selbst werde das Spiel, glaube ich, auch nochmal durchspielen. Es macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Dann werde ich mal gucken, wie das so ist. Von wegen... Oh, feindliches Gebiet, sehe ich gerade. Wie das so ist, wenn man selber... wie man so selber halt Sachen machen kann. Also man hätte den ja auch anders ausschalten können, nur ich zeige ja jetzt nicht jeden Weg hier irgendwie in Hitman, wie man die ausschaltet. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und kann man nicht hier drüber? Verdammt. Ich würde irgendwie gern runter, nur wie? Geht's da unten vielleicht irgendwo entlang? Tag, Kollege. Ich bin hier ein Jogger, also keine Sorge. So. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was ist das denn da? Ja, nochmal irgendwo. Ja, wow, wir kommen höher, aber ich... Ich will eigentlich wieder tiefer kommen, ne? Scheiße. Nein, der Entdeckungsbonus, der war doch jetzt nicht notwendig, oder? War das jetzt unbedingt... Ne, da sage ich jetzt mal Kontrollpunkt neu starten. Mal gucken, wo wir da wieder neu gestartet werden. Aber das war nicht notwendig. Ich oh, wow. Hier direkt. Klasse. Ja, nicht gerade so im Sinne des Erfinders. Jo, das ist jetzt irgendwie Käse. Ah, ich würde sagen, dann machen wir das einfach nochmal schnell. So, machen wir das nochmal. Das ging ja relativ schnell. Und dann kommen wir ganz schnell wieder raus. So. Nehmen uns direkt mal so eine Flasche auf. Machen das hier wieder so wie eben. So, werfen das mal nach da hinten. So, geht beide bitte gucken. Okay, wer ist da? Wer war das? Niemand, niemand, hier ist niemand. Okay, hier können wir jetzt auch wieder ganz schnell hier entlang. Perfekt. Es geht ja relativ schnell. Mutterschlüssel aufnehmen. Und ich würde sagen, hier machen wir direkt mal was Tolles. Aber ich denke, wir kriegen trotzdem den Entdeckbonus wahrscheinlich. Ja, wow. Das war jetzt mega unnötig, eigentlich das dann nochmal neu zu starten, wenn wir so oder so entdeckt wurden.
Also habe ich mir jetzt nur eigentlich ein Eigentor geschossen. Ich weiß, aber ich war jetzt halt so ungeduldig. Ich will das jetzt eigentlich auch schnell schaffen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr weiterzumachen. So, Lichtgerüst fallen lassen. Und diesmal haben wir wenigstens... Ach, doch ein ziviler Todesfall. Na, okay. Was soll's. Gut, dann schleppe ich die hier hinten aber trotzdem noch nach da. Während die alle nach mir suchen, mich aber eh nicht finden werden. Und ich glaube, ach genau, wieso bin ich eben eigentlich nicht den anderen Weg wieder runtergegangen, ich Trottel. Wir können ja einfach den Weg, den wir gekommen sind, auch wieder runtergehen, genau. Was habe ich mich eigentlich wieder so blöd angestellt? Ich bin wirklich, na, egal, was soll's. Habt ihr wenigstens zweimal den Tod von dem gesehen? Egal. War eigentlich tierisch unnötig. Ich habe mir auch schon ich weiß nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe, dass ich das jetzt mit dieser Exekution gemacht habe, weil, ich meine, ich wusste schon, dass es dann auch... dass da auch dann steht, dass man aufgeflogen ist. Und gerade das wollte ich ja jetzt beim zweiten Mal verhindern. Und irgendwie mache ich es dann trotzdem wieder. Also ich glaube, mich kann man nicht verstehen. Ja, gut, jetzt gehen wir hier hinten einfach wieder runter. Oh, hier ist jetzt ein Typi. Doch, Kollege. Ach, das ist nur der Barmann. Also ich kann das als menschliches Schutzschild nehmen. Cool, Kollege. Wenn du hier gerade gucken gehst, kann ich hier unten noch raus. Doch. Gehe ich hier unten wieder raus. Irgendwas? So. Und dann gehe ich einfach wieder. Ja, wow. Gut, das haben wir jetzt in einer Minute geschafft. So, Arena verlassen. Und haben das damit geschafft. Instinktiver Schuss 3. Verringert den Instinktverbrauch im Markierungsmodus und die Markierungskosten beim Zielfeuer weiter. Super, wir haben es auf Profi geschafft. Geht auch besser. Alleine wegen dem entdeckt und so. Aber ansonsten ist das doch ganz cool. Weiter. Ja, Level Neustart natürlich, klar. Wie immer, ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein klein bisschen weiter. Obwohl, nee, Leute. Wisst ihr was? Hier beende ich den Part. Das ist mir wieder zu blöd mit dem Sound. Dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.